Hallo. Es sprach der alte Scharajar: Ach, Scheherazade, hast du für mich ein Verslein gerade über den Orient, das Leben und die Liebe, als Erinnerung an meine längst erloschenen Triebe? Und Scheherazade meinte: Ich hätte da was, vielleicht gefällt euch das. Ein Sultan, schon ein alter Greis, sprach zu den Damen des Serais: Ich schenke der ne seidene Pluderhose und dazu ne goldene Puderdose, deren Kunstfertigkeit es gelingt, dass es der alte Sultan nochmal bringt. Schön, mein Kind, das gefiel mir wirklich sehr. Hast du davon vielleicht noch mehr? Mein Gebieter, ich hätte da was, vielleicht gefällt euch das. Ein Kamelherr sprach zu Fräulein Dromedar: Wir beide wären doch ein schönes Paar. Was diese jedoch hochnäsig verneinte: Er habe zu viel Höcker, wie sie meinte. Ob ein Höcker oder zwei, schmollte das Kamel, sei einerlei. Und eines, Tussi, merke dir: Trampeltier bleibt Trampeltier. Danke. Schön, mein Kind, das gefiel mir wirklich sehr. Hast du davon vielleicht noch mehr? Mein Gebieter, ich hätte da was, vielleicht gefällt euch das. Die schöne Suleika mit dem Muttermal sprach: Lieber Sultan, Gebieter und Gemahl, baust du für mich auch so ein Taj Mahal wie das im indischen Yamuna-Tal? Ich koch dir auch dein Lieblingsmahl, den Basmati-Reis mit frischem Dahl. Verwöhne dich des Nachts gar tausendmal, geb dir Küsse wirklich ohne Zahl. Schön, Suleika, mein funkelnder Opal, sprach der Sultan, dann mach jetzt mal. Und ob's dann was wird mit Taj Mahal, da würde ich sagen, schauen wir mal. Dies gefiel mir wirklich sehr. Hast du davon vielleicht noch mehr? Mein Gebieter, ich hätte da was. Vielleicht gefällt euch das. Ein Kamelhengst in einer langen Karawane ging hinter einer wunderschönen Kameldame durch den kochend heißen Wüstensand und wurde Verlust und kam Verlust fast um den Verstand. Sind wir erst in der Oase der Grünen, lock ich die abends in die Dünen. Mach Komplimente über ihre schönen Augen, sag, dass ihre tollen Höcker echt was taugen. Schwöre, ihre langen Beine sind total scharf und frag sie dann, ob ich mal darf. Und ich hoffe, es gibt ein Happy End mit einem wüsten One-Night-Stand. Schön, mein Kind, das gefiel mir wirklich sehr. Hast du davon vielleicht noch mehr? Mein Gebieter, ich hätte da was. Vielleicht gefällt euch das. In seinem Harem, da war ständig Streit. Und dies verleidete dem Raja dort die Zeit. Es war ein stetes Heulen, Zicken, Kreischen unter seinen allzu vielen Eischen. Die eine wollte wieder irgendetwas haben, die andere war unzufrieden mit den Morgengaben, sie waren beleidigt oder schmolten und taten nur widerwillig, was sie eigentlich sollten. Da platzte der seidene Kragen beim Rajputen und er meinte: Jetzt hört mal gut zu, ihr Haremsputen. Das Benehmen von euch Luxusstuten ist keinem Maharaja zuzumuten. Statt der großen Haremslust entsteht bei euch hier Haremsfrust. Glaubt es oder glaubt es nicht, den Laden hier, den mache ich dicht. Ich suche mir eine schöne, abgelegene Eremitage und der Harem hier leckt mich am Arsch. Ihr seid von mir gefeuert, ja verdammt, von mir aus geht aufs Haremsdamen Arbeitsamt. Und der Raja hörte auf zu fluchen, rief nach Salem, seinem Lieblingseunuchen, gab ihm den Auftrag, ein ruhiges Plätzchen zu suchen. Vielleicht kannst du uns ja bei Booking.com was buchen. Dankeschön.
Schön, mein Kind, dies gefiel mir wirklich sehr. Hast du davon vielleicht noch mehr? Mein Gebieter, ich hätte da was. Vielleicht gefällt euch das. Kamel, Hengst, Trapatoni, Kasimir, ein Trampeltier direkt aus Agadir, tat auf dem Markt für Gemüse und Salat, was er bisher noch niemals tat. Er fragte eine von drei blonden Kameldamen direkt und unverblümt nach ihrem Namen und erfuhr von der blassen deutschen Kamelstute, sie trug den schönen kurzen Namen Ute. Verwegen fragte weiter unser Kasimir und sagt, was machst du eigentlich hier? Trinkst du vielleicht mit mir ein Bier ums Eck im Pub zum Trampeltier? Zuerst mal brauche ich ein Quartier. Es ist schon nachmittags um 3:30. Ich habe es gerade im Hotel Aisha versucht, doch auch das ist leider total überbucht. Ute, sprach da der schwer verliebte Kasimir, fehlt dir für heute noch ein Quartier, dann empfehle ich dir als echter Kavalier, komm doch einfach mit zu mir. Auf einen Cappuccino oder Chai, heim in meine kleine Karawanserei. Mein Stall, der ist gerade frisch gemistet und ich fände es schön, wenn du bei mir heute nistest. Ich habe gutes Heu und frisches Stroh und wenn du musst, ein Kameldamenklo. Zum Wiederkäuen ein paar alte Semmel und zum Rauchen noch ein Päckchen Kemmel. Das Gesamtpaket fand Ute gut und tat, was man in solchen Fällen tut. Sie blieb damals bei Kasimir und liegt heute gebräunt am Strand von Agadir. Wie schön, mein Kind. Dies gefiel mir wirklich sehr. Hast du davon vielleicht noch mehr? Mein Gebieter. Ich hätte da was, vielleicht gefällt euch das. Indien. Und das jetzt speziell für meinen Sohn und seine Frau, die morgen nach Indien fliegen. Ich führe dich ins Reich der Gangeskinder, das schöne, ferne Land der stolzen Inder, das Land der Hindus und des Hinduismus, wo Buddha lehrte den Buddhismus, wo man zwischen Hindus und dem Brahmaputra einst niederschrieb das Kama Sutra, wo Hindus verehren Vishnu, Shiva, Brahma, wie die Buddhisten ihren Dalai Lama, Land der Kasten, der Parias und Brahmanen, der Yogis, Sadhus und Schamanen, von Hanuman und Rajdhyanandi, Parvati und dem Mahatma Gandhi, das Land der Bhagavad Gita von Ravi Shankar und seiner Sita, Land des alten Mahabharat, des Gitanjali, des Tagore, Rabindranath, Land des erogenen Tantras und all der monotonen Mantras. Sherazade, halt ein in deinem Überschwang. Zu langweilig, zu kompliziert, zu lang. Auch die Erotik vermisse ich. Komm auf den Punkt, ich bitte dich. So sei's, dann fasse ich zusammen, so gut es geht, das Land, die Erotik und das monotone Gebet. Hare Krishna, Hare Rama, hast kein Butter, aber Rama, hast ein Haus am Brahmaputra, hast ich unter Kama Sutra, rauchst dein Hasch, bist scharf wie Dalai Lama, reibst dein Schnedlei mit deinem Rama, seist zu deiner Frau, jetzt tu dein Kutra, wir machen Nirvana-Stellung aus dem Kama Sutra. Freut mich sehr. Danke für den Applaus. Wie schön, mein Kind, das gefiel mir sehr. Hast du für Scherayar davon vielleicht noch mehr? Natürlich hatte mehr die schöne Scheherazade. Doch fand sie es schon wirklich sehr, sehr schade. Ja, bedauerlich im allerhöchsten Maß, dass ihr Kalif, wenn er bei ihrem Harem saß, nur immer wieder Märchen hören wollte, statt hier zu tun, was er ja eigentlich sollte.